Jalla, jalla, liebe Freunde, hier ist Grützebirne zu einem Let's Play GTA 5 Online. Ja, und es wird das letzte sein. Das mal so vorab und ich möchte auch nur kurz erklären, warum. Ich hatte 7 Folgen gemacht. Fanden jetzt nicht die größte Resonanz, ist auch nicht weiter schlimm, das ist es also nicht, sondern vielmehr andere Geschichten, die mich dazu bewogen haben, das auch nicht weiterzumachen. Also Sinn und Zweck des Spiels ist ja, soweit ich weiß, Geld, ne? Also alles dreht sich ums liebe Geld. Und das Geld benötigt man eben, um Autos zu kaufen, Waffen zu kaufen, sich abzuleveln. All das ist ja das Spielprinzip. So, und dann kommt man hier mittlerweile auf irgendeinem Server, ist ganz egal wo, ja. Von 10 Einlog-Versuchen auf dem Server sind mittlerweile 7 dabei, wo irgendein Cheater sich auf dem Server befindet und da irgendein Blödsinn verzapft. Nun hat mir jemand gesagt, naja, nun hat mir jemand gesagt, mach das mal aus hier. Nun hat mir jemand gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, ne? Das ist ja nicht so schlimm wie zum Beispiel bei DayZ, wo man denn ja, von Cheatern einfach abgeknallt wird, wo zum Beispiel in den Char jetzt ein ganzer Tag Arbeit gesteckt hat. Ja, so ist richtig, ist ärgerlich. Ja, das ist mega ärgerlich. Das ist hier natürlich in der Form jetzt nicht so. Ja, wenn man zum Beispiel irgendwie abgeballert wird oder einer hat alle vom Server in die Luft gesprengt, gut, dann respawnt man ja innerhalb von 10 Sekunden wieder so, und hat nichts verloren, nichts gewonnen, bla bla. So. Das ist richtig. Das ist keine Frage. Aber wenn ich das Spielprinzip habe, Geld zu generieren durch Missionen und mich in diesen Missionen verbessere und beweise und dafür auch entlohnt werde und mir dann von dem eigens erarbeiteten Geld dann meinetwegen eine schöne, schicke Kiste wie diese hier kaufen kann, dann bin ich da schon ein bisschen stolz drauf. So, das ist mein erreichtes Etappenziel innerhalb eines Gesamtspiel. So, das so. Und darauf bin ich stolz. Und nun kam es, ich weiß gar nicht, wann genau, vor 2 Wochen habe ich eine Mission gespielt mit 6 anderen. Keine Bankraubmission, sondern musste irgendwas von irgendeinem Flugplatz holen und waren in einem Hangar und haben dann da die KI da bekämpft. Und auf einmal verwandelt sich der eine Spieler in eine nackte Tusse. Das war jetzt auch noch nicht so erschreckend, also nicht, dass ich da jetzt einen Moralapostel raushängen lassen will, aber ich hatte innerhalb von 30 Sekunden 1 Million Los Santos Dollars. Ja, was soll das? Was soll denn das? Macht das Spaß? Nein, mir nicht. Ja, da habe ich nichts von, wenn ich Geld geschenkt bekomme. Und ich konnte mich da noch nicht mal gegen wehren. Er hat vor mir geballert und das fiel dann praktisch, fielen die Geldsäcke direkt neben mir. Und klack, 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 war das Thema erledigt und ich war ein reicher Mann. Das macht keinen Spaß. Damit ist für mich das gesamte Spielprinzip praktisch gestorben und über den Haufen geworfen. Und ja. Und wenn man dann auf so einen Server kommt und man liest dann im Chat, dann fragen die Kiddies schon, hat irgendwer Geld für mich? So. Und dann geht's los. Ja, des Weiteren neulich auch, dann join ich auf irgendeinem Server und da stehen auf einmal UFOs in der Gegend rum. Ja, oder diese Rennen mit diesen riesen Rampen, wo man dann auch mit Motorrad irgendwie über Windkraftanlagen fahren muss. Was soll der Scheiß? Das braucht kein Mensch, ja? Da sollte sich Rockstar mal überlegen, wie viel Kohle da bezahlt wird für das eine Spiel und dann
Da treiben sich das solche Idioten rum und dann wird es auch noch erlaubt, solche Mods da einzuführen. Ja, das ist also unglaublich. Ich will solche Spiele gar nicht spielen. Ja, ich habe mal spaßeshalber an einem dran teilgenommen. Da war ich mit einer Eisenstange oder einem Baseballschläger bewaffnet. Ja, und da haben zwei Panzer die ganze Zeit auf mich geschossen. Was soll der Blödsinn? Und ich kam aus dieser Mission auch nicht mehr raus. Ja, völliger Quatsch. Ja, und das regt mich auf. Und deswegen ganz klar, dieses Spiel ist ausgespielt. Ja, das war letzten Endes hat es 4 Wochen sehr viel Spaß gemacht. Auch mit den Jungs. So ein paar Missionen gezeigt, gespielt. Aber diese Cheaterei, die geht mir tierisch auf die Nüsse. Und da habe ich echt keine Lust zu. Da sollte sich Rockstar wirklich mal was überlegen. Und wenn, hat ja Rockstar auch die Möglichkeit, das nachzupatchen. Warum denn nicht? Mit neuen Missionen oder vielleicht auch ein Anti-Cheat-Programm. Oder wie auch immer. Aber so habe ich da echt keinen Bock drauf. In diesem Sinne, haut rein, euer Grützelbirne.